Es ist Samstag früh, es fängt aktuell an zu regnen, trotz einigermaßen Sonne, und ich heiße euch herzlich willkommen zum neuen Video. Ich hoffe, der Regen wird nicht mehr, sonst müssen wir abbrechen, weil wir keine wasserdichte Kamera haben. Aber ich denke, das müsste soweit hoffentlich passen. Ich möchte euch einfach mal um Rat bitten. Ich habe hier meinen Spielturm und ich bin mit dem Spielturm, also der Spielturm ist gut, aber ich bin mit der Rasenpflege um meinen Spielturm nicht zufrieden, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr drauf. Es ist einfach brutal aufwendig. Ich habe ja in diesem Bereich im Spielturm, habe ich den Rasen jetzt schon höher. Genau aus dem Grund, damit ich nicht täglich oder nicht jeden zweiten Tag mähen muss, habe ich ihn auf so 22, 25 mm. Und da kann man eigentlich auch ein-, zweimal, einmal nicht, aber eher so zwei-, dreimal die Woche mähen. Und da mähe ich auch aktuell mit dem Sichelmäher. Weil ein Spindelmäher um die ganze Pfosten, bei der Rutsche, und das ist mir alles, und Schaukel, wenn die noch dranhängt, das ist mir einfach alles viel zu aufwendig mit dem Spindelmäher. Und da ja hier auch immer Kinder spielen, wenn da Steine oder Äste oder so drin liegen, ist mir einfach zu gefährlich. Deswegen nutze ich hier schon seit längerem unseren Einhell übrigens, wo wir Anfang des Jahres schon mal gezeigt haben, den Low-Budget-Mäher, den nutze ich aktuell hier. Ja, der ist okay, aber er hat ordentlich zu kämpfen mit der Poa supina. Und das ist auch so ein Punkt, ja, immer wieder reißt er einfach so Flachen hier raus, wo einfach das Gras, wenn es noch etwas feucht war, mehr Akku war nicht mehr ganz so voll, dann hat er einfach was rausgerissen. Ja, um es auf den Punkt zu bringen, warum ich euch um Rat bitte, ich habe keinen Bock mehr, hier meinen Spielturm zu mähen. Und ich bin jetzt gerade etwas im Clinch mit meiner Frau. Ich möchte gern den Rasen hier weg. Einfach zwecks Pflege. Und jetzt habe ich ihr vorgeschlagen, Hackschnitzel. Ich glaube, ihr kennt das, Hackschnitzel, das ist, glaube ich, bekannt. Das wäre jetzt so meine Idee. Schreibt es doch bitte mal in die Kommentare, was ihr an eurem Spielturm habt. Ob es eine gute Idee ist mit Hackschnitzel. Meine Frau meint, wenn die Kinder barfuß laufen, gibt es Spreisel, was nicht so toll wäre. Würde ja auch irgendwann nicht mehr so toll aussehen. Dann wäre die Möglichkeit mit Sand, habe ich schon gesehen. Sand soll aber sehr pflegebedürftig sein und da sitzen sich öfters mal Katzen rein. Wäre jetzt auch nicht so toll. Dann habe ich schon gesehen, Kies. Kies geht gar nicht, wenn da eins rausgeht an so ein Kiessteinchen. Dann geht natürlich mein Spindelmäher kaputt. Also das ist ein No-Go. Und dann gibt es eigentlich noch die Gummigranulatmatten. Und sorry, das sieht meiner Meinung nach scheiße aus. Das will ich nicht machen. Ich habe aber gesehen, es gibt komplett vollflächige Gummigranulat, Fallschutzböden, die man hier dann ausbringt, die man reinmacht. Sozusagen wie ein Oberbelag halt, der dann fugenlos ist. Aber ich glaube, das sieht auch nicht so toll aus und ist auch ökologisch nicht so gut. Deswegen, ja, wie gesagt, meine Überlegung, Hackschnitzel, um hier einfach endlich mal Klarheit zu schaffen, damit ich hier einfach weniger mähen muss und auch vor allem weniger pflegen muss, weil ihr seht es vielleicht auch, er sieht nicht wirklich gepflegt aus. Ich habe, wie gesagt, keine Lust mehr drauf. Ja, deswegen, helft mir, sagt mir, was ich reinmachen soll und vor allem schreibt es in die Kommentare auch rein, damit es auch meine Frau sieht. Ganz wichtig. Okay, ja, was habe ich noch? Ich habe eine kleine Problemstelle in meinem Rasen. Ich war es nicht. Alex schüttelt auch den Kopf. Er war es auch nicht. Alex, sein Hund, war es auch nicht. Mein Hund war es auch nicht. Ich weiß es nicht, wer es war. Ich habe auch auf der Überwachungskamera geschaut, aber ich habe nichts gefunden. Ich habe hier einen Pipi-Fleck. Sieht richtig, richtig kacke aus. Vor allem jetzt auch mit dem Green, wenn ich so über Screen drüber schaue und auch wenn ich von vorne schaue, es sieht alles richtig, richtig toll aus. Und hier ist wirklich so ein leuchtend brauner Fleck. Den machen wir heute raus, denn ich habe noch von meinem Loch vom Green, habe ich noch das Gegenstück übrig. Sieht jetzt ziemlich fertig aus, weil er einfach irgendwo eigentlich schon im Abfall lag. Wir brauchen ihn eigentlich nicht mehr. Und den werde ich heute hier reinmachen. Einfach kurz mit dem Messer, das zumindest ein bisschen besser aussieht. Ja, da würde ich sagen, hole ich gleich ein Messer
und dann schneidet man das kurz raus und der Rest, ja, schauen wir mal nachsehen, ganz einfach. Also, es gibt natürlich auch coole Rasenziegelstecher, habe ich jetzt in dem Fall nicht. Ich habe ja auch meinen Pro-Plugger, den nehmen wir da jetzt auch nicht, weil der einfach zu klein ist. Und das ist ein Problem von dem Pro-Plugger, der ist echt gut, aber er ist zu klein. Naja, wenn ihr euch fragt, wieso Pipi-Stellen entstehen und warum es überhaupt entstehen, also warum es entsteht, klar, ein Hund macht drauf, so entstehen Pipi-Stellen. Aber warum die entstehen, ist eigentlich simpel und einfach. Urin ist ein Harnstoff und Harnstoff ist ein konzentrierter Dünger. Und an dieser Stelle wird sozusagen der Rasen durch den konzentrierten Dünger regelrecht verbrannt. Und er ist dann verbrannt. Und das ist das Problem. Das könnt ihr eigentlich nur verhindern, indem, wenn der Hund oder Katze, wie auch immer, hier drauf macht, dass ihr relativ schnell mit viel Wasser nachwässert, dann verdünnt ihr das Ganze und dann verbrennt der Rasen nicht. Ja, aber ihr müsst gleich sehen, in dem Fall, wenn das Pipi dann schon getrocknet ist, der Urin eingezogen ist, dann ist es eigentlich schon zu spät. Dann bringt es auch nichts, wenn es abends noch regnet oder sonst irgendwas. Das bringt nicht viel. So, gut, das war es eigentlich schon. Jetzt einfach kurz mit einer Walze drüber oder mit dem Fuß vorsichtig andrücken. Und das war's. Macht jetzt in dem Fall mein Spindelmäher. Den holen wir jetzt auch. Und dann fahren wir da drüber. Ja, und der Rest drumherum hole ich jetzt noch kurz Samen. Und dann wird der Samen auch noch, wird dann voll, der wird schon zuwachsen. So, und das tun wir gleich weg. Ich nehme da jetzt kurz meinen Rover, weil der vom Flächengewicht der schwerste Mäher ist, den ich habe. Der hat die kleinste Fläche und das höchste Gewicht mit, ich glaube, 68 Kilo. Und deswegen nehme ich da den für solche Geschichten. Okay, jetzt muss ich noch mal kurz, ist ein bisschen schon zu tief. Da gehen wir gleich mit Sand rein. Alt, falsch, das war Samen. Wäre natürlich auch mal geil. Samen so tief drunter. Aber, glaubt's mir, er würde wachsen. Denn viele glauben, dass ein Rasensamen ein Lichtkeimer ist. Das ist aber ein Mythos. Der braucht einfach nur Wasser und braucht Wärme und dann keimt er, auch wenn er kein Licht hat. So. Sand drüber. Und in 2 Tagen sieht man da nicht mehr viel. So, jetzt wird es schon richtig schön platt. Es drückt sich schön ein. Der Sand verwächst und keimt. Jetzt sieht man da gar nicht mehr viel. Ja, für solche Sachen ist der Rover natürlich auch gut. Aber nicht nur für sowas, das ist natürlich auch gut zum Mähen. Und wenn ich es schon da habe, würde ich sagen, ich mähe kurz mein Green. Denn ich habe jetzt schon ein paar Mal mit dem Rover hier gemäht. Und ich muss schon sagen, das ist einfach für mich, es ist einfach der beste Mäher, den ich je hatte. Dicht gefolgt von anderen Mähern, aber er ist verdammt gut. Und ich würde nie mehr hergeben. Also vergesst es, egal was ihr mir bietet, ich gebe nicht mehr her. Das ist einfach für mich einfach der beste Mäher. 9-Blatt-Spindel, der ist einfach, ich verstehe es nicht, warum die nicht mehr gebaut werden und warum kein einziger Hersteller es annähernd so gut schafft, wie damals Scott Bonner, so einen guten Schnitt zu bekommen. Vor allem auch das Handling mit Fangkorb, ohne Fangkorb. Einfach nur geil. Einfach nur cool. Okay, aber egal. Gibt's eh nicht mehr zu kaufen. Brauche ich auch nicht schwärmen. Ja, Golffahne haben wir jetzt auch eine neue. Ihr habt es vielleicht gesehen, die ist größer. Die ist deutlich größer. Die andere, die war wirklich zu klein, zu mini. Vor allem waren wir auch nicht so glücklich, weil die gestickt war. Und obwohl wir eigentlich eine bedruckte bestellt haben, ist sie gestickt bekommen, bestickt gekommen, so wollte ich sagen. Und dann stand die immer so raus, obwohl gar kein Wind ging. Und das ist jetzt wirklich, sieht gut aus. Aber
Klar, mit eigenem Logo-Druck, wenn ihr je auch mal Interesse habt, wenn ihr ein eigenes Logo oder so wollt. Die haben jetzt bei Golfkontor bestellt. Auch die ganze Stange, den Cup haben wir auch dort bestellt. Aber sehr teuer. Also, die sind eigentlich, sollte man Großmengen abnehmen. Aber was will ich mit 9 von denen Golf fahren? Das bringt natürlich nicht viel. Gut, dann würde ich sagen, ich habe übrigens meinen Rover, der hat hier eigentlich einen Totmannschalter, dass wenn ich den ausmache, wenn ich hier loslasse, dass er ausgeht. Und den habe ich jetzt umgebaut auf einen normalen Schalter. Den Punkt hier, da ist er. Und ja, muss sagen, ist eigentlich richtig, richtig gut. Jetzt kann ich ihn auch warm laufen lassen, weil wenn ich das Screen mähe, wo ist er an? So ist er an. Wenn ich das Screen mähe, habe ich immer das Problem, dass der Motor nicht mal richtig warm wird. Kann ich ihn auch gut warm laufen lassen. Ja, dann Green Man. Eins möchte ich nur kurz sagen. Wir haben ja das Swordman, sage ich schon, sorry. Wir haben das Falkenstein-Video rausgebracht. Und beim Falkenstein-Video habe ich erwähnt, dass eine geriffelte Heckrolle, dass die nicht so ideal ist und den Boden kaputt macht. Ich würde es euch auch nicht empfehlen. Kauft euch, wenn ihr euch ein Spindelmäher kauft, achtet bitte darauf, dass ihr keine profilierte Heckrolle habt. Gummierte ist noch schlimmer, aber eine profilierte Frontrolle, sorry, nicht Frontrolle, Heckrolle, ich bin schon ganz durcheinander. Eine profilierte, eine gerippte Heckrolle, die ist extrem aggressiv zum Rasen. Jetzt ist der Rasen noch minimal feucht und wenn ich da jetzt hergehe, auf der Stelle wende, da kann ich noch so ein gutes Differential drin haben. Ich mache einfach meinen Rasen kaputt. Ihr seht schon, dass ich hier, dieser Bereich, der wird nachher jetzt bräunlich, der ist etwas dunkler. Da ist das Gras einfach zu sehr belastet. Und das ist die Mitte von der Heckrolle. Also deswegen, wenn ihr euch ein Spindelmäher kauft, achtet darauf, bitte keine geriffelte Heckrolle. Das ist wirklich eigentlich fatal. Ich verstehe es nicht, warum sie das reinmachen. Weil klar, wenn ich jetzt einen Hang oder so habe, komme ich besser hoch. Aber ich persönlich finde, mit einer glatten Heckrolle komme ich auch einen Hang hoch. Macht somit wenig Sinn. Ich bin da auch am Überlegen, ob ich sie glatt schleifen lasse, glatt drehen lasse. Vielleicht im Winter, dass ich einfach das Problem nicht mehr habe. Denn ich muss beim Wenden, ich gehe ja immer hier raus und beim Wenden, ich wende nie auf der Stelle, sondern ich fahre immer vor, zurück und mit ganz weiten Radien, damit ich das Problem nicht habe. Ja, das stört mich einfach. Das ist der einzige Nachteil beim Rover. Und wie gesagt, wenn ihr einkaufen wollt, irgendein Spindelmäher, ich würd darauf achten, dass er keine Heckrolle hat. Green ist auch mal wieder gemäht. Und was noch fehlt? Schere. Und zwar habe ich schon bemerkt, ich habe mir jetzt eine spezielle Schere noch gekauft. Einfach durch das Blatt fahren. Das erste Mal, wo ich das mache, und ihr seid dabei. Durch das Blatt fahren wird einfach hier das Gras hier einfach zu sehr platt gedrückt und es wächst natürlich auch zur Seite. Vor allem die Supina, die wächst sehr stark zur Seite. Muss ich schauen, dass ich da. Es funktioniert ja super, weil seht ihr die Schere? Die ist komplett schräg, also krumm. Sie hat eine ordentliche Vorwölbung und Vorkrümmung und dadurch ist es eine spezielle Schere für
Golflöcher. Frag nicht, was die gekostet hat. Einfach verrückt. Wirklich verrückt. Für eine Schere, ich kann es sagen, ich war glaube irgendwo um die 30, 35 Euro. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber echt total bescheuert. So, jetzt sieht es wieder gut aus. Ja, ich weiß, normal sollte hier noch angesprüht werden mit weißem speziellen Lack, aber ich will es ja nicht übertreiben. Eins fehlt noch. Die Fahne. So. Cool. Ja, ich denke, es war so weit für euch auch in Ordnung. Bitte schreibt es einfach mal in die Kommentare. Vergesst meinen Spielturm nicht. Das ist eigentlich der Hauptgrund von dem Video gewesen, damit ich einfach mal weiß, was ihr am Spielturm habt und ob wir da Bedenken haben müssen mit Spreißel, ja oder nein. Wenn sonstige Fragen sind, Link dazu findet ihr auch hier überall Link. Bis auf den Rover, den gibt es leider nicht mehr. Und wie gesagt, der ist nicht verkäuflich. Ciao.